Ja, Sie haben durch Ihre Aufmerksamkeit einem Mann das Leben gerettet, offenbar auch einem Mann, der Ihnen sowieso sehr am Herzen liegt. Jetzt arbeiten Sie in einer Bäckerei, lesen Sie immer genau, sind aufmerksam und das braucht man ja eigentlich auch, wenn man so viel Kundenbetreuung hat. Also sind Sie generell so ein aufmerksamer Mensch? Ja, eigentlich schon scheu, wenn irgendwo was ist, wo man helfen kann. Das sollte man halt auch jeder machen, wenn es möglich geht, halt möglich ist. Und das wäre halt nett, wenn mehr schauen. Und das halt so wäre. Das war jetzt ein sympathischer Auftritt von Ihnen vorher auf der Bühne, das, also Sie wirken so, als wäre das für Sie so selbstverständlich. Sie schauen danach, Sie sind immer im Kontakt mit dem Kunden. Was sagen Sie jetzt dazu, dass Sie da ausgezeichnet werden? Das ist ja dann was, womit man gar nicht rechnet. Nein, nicht wirklich. Ich war sehr überrascht, wie der Anruf gekommen ist. Ja, habe halt wirklich nicht gerechnet damit, dass das passiert, weil das eigentlich was Normales ist, wenn man halt weiß, es geht jemandem nicht gut, dass man halt nachschaut, was halt da los ist und dass man halt schaut, dass das wieder passt. Wie war das wieder her, den Sie gerettet haben, das erste Mal wieder, nachdem es ihm wieder gut gegangen ist, einkaufen war bei Ihnen, war das was Besonderes? Naja, ich habe ihn ja vorher schon besucht, also im Spital habe ich ihn auch jeden zweiten Tag oder so besucht, weil seine Bekannten und Verwandten ja nicht da sind in der Nähe. Und habe ihn so besucht, ja. Er freut sich halt immer und er sagt immer, ja, ich bin sein Lebensretter, sein Engel halt. Ein schöner Schlusssatz. Dankeschön.